Hallo, herzlich willkommen, liebes Publikum. Mein Name ist Lydia Emde und ich freue mich ganz besonders, heute im Gespräch zu sein mit Sabine Schmidt. Sabine, hallo, grüß dich. Hallo, Lydia. Du bist seit über 30 Jahren als Körperpsychotherapeutin tätig. Ja. Und davon seit 17 Jahren Sexualtherapeutin. Ja. Also du hast eine Menge Erfahrung. Ja. Und kurz noch was zu dem Pflaster möchte ich hier sagen. Mir ist da ein Ast geknallt und die Platzwunde ist nicht besonders schön, deswegen habe ich ein Pflaster drauf. Ja. Das wollte ich einfach nur kurz sagen, nicht, dass es ablenkt oder auch dich nicht ablenkt. Genau. Nee, mich lenkt es nicht ab. So ist das Leben. So ist das Leben, genau. Ja. Gut, jetzt aber zum Thema. Du hast dich mit einem Thema befasst, was in der Gesellschaft eigentlich noch ein Tabuthema ist, weitestgehend, würde ich sagen. Und ich habe da ein paar Fragen dazu. Du hast ein Buch dazu geschrieben in der ganzen letzten Zeit, weiß nicht, ein Jahr. Ein Jahr. Und das wird im September rauskommen, erscheinen diesen Jahres. Und das Thema heißt, oder der Titel heißt, wenn der Körper Nein sagt, Vaginismus verstehen und heilen. Genau. Habe ich es richtig gesagt? Ja, genau. Genau. Und ich bin erstmal über den Begriff Vaginismus gestolpert. Was ganz anderes mir darunter vorgestellt. Und da ist meine erste Frage an dich, also oder zwei Fragen, die ich an dich habe. Was bedeutet eigentlich Vaginismus, dass du uns das erklärst? Ja. Und wie bist du dazu gekommen, genau dieses Thema, dass du dich damit beschäftigt hast? Und auch also die Motivation dahinter. Was willst du damit sagen? Ja. Warum das? Ja. Genau, also ich arbeite ja lange in der Praxis und irgendwann habe ich gemerkt, das Thema Sexualität ist einfach in der Ausbildung zu wenig gewesen. Und dann habe ich Fortbildung gemacht zum Thema Sexualtherapie. Und dann kam irgendwann mal die erste Frau mit dem Thema Vaginismus und dann musste ich mich auch informieren. Das war vor 18 Jahren, da gab es keine Bücher, gar nichts im Internet. Das heißt, ich habe es mir selber erarbeitet und geguckt, was können die brauchen und wie kann ich mit ihr arbeiten und habe mich selber da so reingearbeitet. Und dann kamen immer mehr Frauen mit dem Thema und es gab damals keine Literatur weiterhin. Und jetzt gibt es Literatur, aber die finde ich nicht ausreichend, weil das Thema, was passiert emotional, einfach zu wenig auftaucht. Ja? Ah ja, genau. Und wenn du sagst, die kamen schon mit dem Thema Vaginismus zu dir, die wussten also schon die Diagnose sozusagen? Die erste, die kam von der wurde von der Frauenärztin geschickt und die hat gesagt, sie brauchen wohl mal jemanden zum Reden, so. Ja, weil die Untersuchung bei der Frauenärztin nicht ging, die konnte kein Tampon benutzen und sie konnte nicht mit ihrem Partner schlafen. Ja? Okay. Und das ist ein Teil, also es gibt zwei Unterschiede bei Vaginismus, den sogenannten primären und den sekundären. Primär heißt, es taucht auf, wenn die ein Tampon benutzen wollen, die können keinen Finger einführen, also es geht einfach gar nichts. Und sekundärer Vaginismus heißt, es sind Frauen, die irgendwie schon mal normal Sexualität gelebt haben. Und dann passiert irgendwas in ihrem Leben und dann geht's nicht. Ja, okay. Und die Hintergründe sind sehr, sehr unterschiedlich, ja. Also sehr facettenreich, was der Ursprung ist. Aber es macht natürlich emotional sehr viel mit den Frauen, wenn sie keine Sexualität leben können. Ja, natürlich. Ja? Und in den anderen Büchern fehlt es und deswegen habe ich mich letztes Jahr entschlossen und habe gedacht, so, ich habe jetzt so einen großen Erfahrungsschatz in den 18 Jahren gesammelt und jetzt hat es mich irgendwie gedrängt. Ich habe gedacht, das wird so eine kleine Broschüre vielleicht, mal gucken, vielleicht fällt mir 30 Seiten oder sowas dazu ein. Ja. Jetzt habe ich gestern, also war die Abgabe vom Buch und jetzt sind es 240 Seiten. Okay. Ja, das heißt, es ist ein richtig dickes Buch, wo ich selber ganz baff war. Ja. Genau. Ja. Und das, was mir wichtig ist, ist, dass das aus diesem Tabu auch rauskommt. Ja, das ist so, die Suchen im Internet, gibt es jetzt richtig gute Infos und die sind auf der Suche, was habe ich denn und wieso funktioniere ich nicht und was ist mit mir los und die Männer sind natürlich auch unsicher und was kann man machen und so. Und mir ist ein Anliegen, den Frauen was an die Hand zu geben, was sie selber machen können. Ja, und das schilderst du in dem Buch dann auch. Genau. Also ist auch zum Teil ein, na, Ratgeber hört sich jetzt vielleicht ein bisschen platt an, aber genau. Es ist so Handwerkszeug mit dabei. Genau, genau. Ja. Und jetzt noch mal ganz kurz zurück zu dieser Frauenärztin. Ist es denn bei den Frauenärzten sozusagen ein Krankheitsbild in der, lernen die das? Oder gibt es das gar nicht im Studium? Doch. Also okay. Es entwickelt sich langsam, aber es ist so, also in dem Buch sind auch Erfolgsgeschichten von vier Frauen, von vier ehemaligen Klientinnen, die wirklich gut herausgefunden haben. Es hat
unterschiedlich lang gedauert. Ja. Und die haben teilweise wirklich ganz schlechte Erfahrungen mit den Frauenärzten. Mhm. Also eine, die sagt, das gibt's nicht. Eine andere, die sagt, ach, entspannen Sie halt mal oder trinken Sie vorher ein Glas Wein, dann wird's schon. Also oder die so. Wissen davon, nehmen das aber eigentlich nicht wirklich ernst. Ja, genau. Also Vaginismus ist schwer zu diagnostizieren für Ärzte, weil man oft, wenn die gucken wollen, also viele lassen sich ja nicht untersuchen, weil das nicht geht, denen wird schwindelig, die kriegen Schweißausbrüche und alles. Okay. Also manche können kaum auf den Stuhl sitzen. Ja. Aber von dem, wie die Frauen beschreiben, kann man eigentlich dann auf Vaginismus schließen. Das heißt, im Schulmedizinischen gibt es eigentlich auch nicht wirklich Behandlungsmethoden dann dafür. Wenn das eh so schwierig ist zu untersuchen, das ist ja dann alles nicht, nicht wirklich greifbar. Und da können sich nicht wirklich annähern dann. Und du machst es dann mehr übers Gespräch, über Übungen, übers Bewusstwerden. Genau, also es braucht die ganzen Facetten, es braucht viel Gespräch, weil denen ist es so peinlich oft, dass sie mit überhaupt niemand drüber reden. Okay. Ja? Also von dem her ist gut, dass sie lernen, über Thema Sexualität zu sprechen. Mhm. Gerade diese erste Klientin, die hatte am nächsten Tag Muskelkater. So sehr war die angespannt bei dem Gespräch, wo sie über ihre Sexualität gesprochen hat. Ja? Mhm. Also das macht deutlich, wie sehr die im Stress war, das erste Mal davon zu erzählen. Sonst noch niemanden im Freundeskreis, in der Familie, mit dem Partner? Ja, der Partner, gut, der hat es natürlich der mitgekriegt. Kriegt es mit, aber ob dann darüber gesprochen wird, ist ja nochmal eine andere Sache. Nein, die haben nicht wirklich gesprochen. Genau. Mhm. Und sie, also es braucht das Gespräch, dass sie mutiger werden, es ist was Selbstverständliches, man kann drüber reden und es muss nicht mehr peinlich sein, so. Ja. Und dann arbeite ich viel mit Körperübungen, also dass sie ein Bewusstsein kriegen für den Körper, weil die sind ja nicht nur, also Vaginismus heißt, dass der Beckenboden total krampft. Mhm. Ja? Der Beckenboden hat 3 Schichten. Ja. Und wenn irgendwas in die Richtung kommt, fangen die an zu krampfen. Ja, manchmal ist es so, dass sogar die Schenkel total zittern und krampfen. Also die verschiedenen Schichten können dann betroffen sein bei der Verkrampfung? Man spürt nicht den Unterschied von den Schichten. Die spüren dass alles krampft oder alles sich wie komplett zu anfühlt. Ja. Ja. Und das einfachste Gefühl ist, es geht gar nichts. Mhm. Ja? Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Faust nimmst und die richtig fest zumachst und versuchst, mit dem Finger reinzugehen, dann geht auch nichts. Ja? Ja, das heißt, die müssen lernen, dass sie entspannen können, die Muskeln, wie geht es, und dann kann, also bei der Hand jetzt der Finger rein oder halt der Penis. Wenn du das jetzt so schilderst, dieses sich öffnen, das ist ja eigentlich ein emotionales Thema, oder? Genau. Genau. Also das liegt doch eigentlich auf der Hand. Genau, es ist immer ein emotionales Thema. Mhm. Und es geht darum, mit den Gefühlen zu arbeiten, mit den Ängsten, mit dem Frust. Oder dann haben sie wieder Hoffnung und dann trauen sie nicht. So. Okay. Das heißt, ich gebe denen viele Hausaufgaben, weil in der Praxis also gibt es keine genitale Berührung, kein Nackigsein natürlich. Mhm. Und meistens sind sie sehr motiviert, dann lässt die Motivation wieder nach. Mhm. Dann machen sie Fortschritte, dann gibt es wieder Stagnation. Also es ist schon ein Prozess, der Zeit braucht und mit Frust und mit dann sind sie wieder ganz happy, weil irgendwas super geklappt hat. So, ja, also es ist so ein langsames dran hintasten, wirklich konkret auch mit Übungen. Weil ich stelle mir das gerade so vor, ist vielleicht auch eine Willensanstrengung, weil im Alltag merken sie es ja vielleicht gar nicht unbedingt. Dann verschwindet das wie so. Also ich versuche mir das gerade so vorzustellen. Genau. Das wird denn ja eigentlich nur in so einer Situation aktuell. Und dann auf einmal sind sie dann wieder damit konfrontiert und und deswegen kann ich mir vorstellen, da braucht man wirklich einen Willen, da jetzt dran zu gehen und zu sagen, ich mache da jetzt auch wirklich was. Genau. Und dann damit schaut man ja auch oder schauen die Frauen ja dann auch auf ihre Seele. In welchem Zustand sind sie eigentlich, dass das so gekommen ist oder passiert, ja? Und, und wie? Und die Frage nach dem Wie, was sind die Ursachen? Du sagtest ganz unterschiedlich, aber... Es sind extrem unterschiedlich. Also es gibt Frauen, die kommen, also jetzt habe ich gerade eine mit sekundärem Vaginismus, die hatte Blasenentzündung und dann tat quasi alles weh und dann hat sie sich da angespannt und deswegen ist es wie so zugegangen. Sekundär, das war jetzt nicht der ganz so schlimme, gell? Primär ist der, wo gar nichts mehr geht. Ja, es gibt die Unterschiede von Anfang an haben sie das noch nie erleben können und welche, die schon mal Sexualität erlebt haben. Und dann gibt es aber noch verschiedene Stärken.
Ja, ah ja, ja, natürlich. Genau, es kommt dann natürlich die sexuelle Erziehung, was haben Eltern überhaupt vermittelt zum Sexualität oder nackig sein oder du darfst deinen Körper mögen oder du darfst mit deinem Körper machen, was du willst und du darfst dir Zeit lassen. So, also die ganzen Botschaften zur Sexualität, die Prägung gehören natürlich auch dazu. Die Scham, die... Ja, also ist es Scham, ist die Mutterscham besetzt, ja, und vermittelt es dem Mädchen so. Ja. Ja. Ja, interessant. Und wie ist das jetzt, wenn die Frauen zu dir kommen, also die ersten Schritte, beziehungsweise wir wollten ja eigentlich mehr über dein Buch sprechen, aber die Praxis, ich merke das gar nicht trennbar. Nein, das ist nicht trennbar. Eigentlich. Also wie hast du das Gefühl, wie kannst du am besten den Frauen begegnen, dass sie sich öffnen im Gespräch, also dass sie auch wirklich zu der Ursache finden können, damit auch ein Prozess stattfinden kann, weil ich glaube, dann kann ja nur stattfinden, wenn die Ursache auch angeguckt wird oder gefunden wird. Oder genau. Kann das auch unabhängig Also manchmal wird davon? Die Ursache wird die auch nicht so ganz greifbar, aber man kann trotzdem damit arbeiten. Also sowas ist auch das Angstbild, was passieren könnte zum Beispiel. Mhm. Ja. Die Ängste sind auch, also es gibt Frauen, die wirklich 2-3 Jahre schon in einer Partnerschaft leben und die Männer warten. Das ist auch unglaublich berührend, gell? Die sind natürlich auch ratlos und denken, was können sie machen und so, aber also die kann man dann auch so mit einbinden. Und die Frauen sind einfach so unterschiedlich. Das heißt, es gibt nicht, ich habe jetzt kein pauschales, wie ich mit denen umgehe, sondern ich gucke natürlich individuell, an welchem Punkt stehen die, wie mutig. Die haben ja auch Fragen. Ich erkläre auch Anatomie, wie ist eigentlich die Klitoris, weil die meisten wissen gar nicht, wie die Klitoris, dass es nicht nur die Perle ist, sondern dass die Bulben hat und wie die bei der Erregung mit reinspielt. Oder auch... ja, es ist einfach unterschiedlich, was für Fragen die auch haben. Mhm. Ja? Und ich versuche halt mitzuschwingen und zu gucken, was können die jetzt brauchen. Ja? Ja. Manchen ist der Einstieg dieses, sie können konkret was machen, mit Körperübungen, Atemübungen zu lernen, dass der Beckenboden, dass der angespannt ist, aber dass sie den auch entspannen können, der Wechsel. Ja? Und wenn sie konkret was machen können, kriegen sie meistens mehr Sicherheit. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, weil... wenn man dann überhaupt mal ein Gefühl dafür zu kriegen, weil du hattest ja auch gesagt, dass sie eigentlich gar kein, das mit ihrem Bewusstsein gar nicht beeinflussen können. Also dass da eigentlich gar kein Zugriff möglich ist, dass das wie der Körper von alleine macht sozusagen. Ja, genau. Ja. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dann lernt man eben anzuspannen und dann eben auch zu spüren, wie ist dann die Entspannung. Also da, dass dann was passiert, und kommt dann so ein Partner auch manchmal mit ins Gespräch? Oder? Nee. Das jetzt nicht, das machen die dann. Nee, die erzählen manchmal, was für Fragen die haben oder an welchem Punkt sie gerade so ein bisschen am Üben sind. Aber nee, die Partner kommen nicht mit. Okay. Das ist auch nicht nötig. Ja, ja. Die brauchen eigentlich oft so diesen geschützten Rahmen, dass sie endlich erzählen können und unsicher sein dürfen. Oder manche sind einfach auch total traurig, ja. Also da ist so viel Kummer drin, dieses, oh, ich kann keinen normalen Sex haben, weil viele sind ja schon 30 oder so. Ja, das geht natürlich ein Stück Lebensqualität auch ab, ne? wenn das nicht Ja, und immer dieses Versteckspiel, ja, also die Frauen, die zum Beispiel keine Tampons benutzen können von, ja, sie gehen dann nicht einfach mit schwimmen, sondern haben dann Ausreden oder so. Ja, das ist schon eine Belastung auf jeden Fall. Ja, es ist eine große Belastung, ja. Ja. Ja, und vor allem auch da über dieses hinaus, wenn ich mir vorstelle, kein Sex und nicht Tampon einführen, ist die eine Sache. Aber ich habe so im Hinterkopf immer so, was ist denn die Geschichte da dran? Also da nochmal hinterzugucken, warum passiert das so mit mir? Also wie ist das eigentlich, die Frauen, also wann merken die das oder wie, wann kommt das überhaupt ins Bewusstsein oder drängen sie das auch ein Stück weit raus aus dem Alltag? Mhm. Also ja, wollen sich vielleicht gar nicht damit wirklich beschäftigen. Also genau. Manche beschäftigen sich gar nicht mit und das Selbstbefriedigung auch kein Thema, nö, brauche ich nicht und so. Weil es auch und da schmerzhaft ist. Es gibt halt emotionale Verletzungen, wie das, was ich vorhin gesagt habe, aber es gibt auch, eine hatte zum Beispiel einfach als Kind einen Unfall, wo sie voll draufgeknallt ist und dann haben die Ärzte geguckt. Mhm. Ja. Die Kombination ist natürlich auch schlecht. Es ist, die Geschichten sind sehr unterschiedlich, und Verständnis dafür zu bekommen und dass das einfach schwierig war. Und das Emotionale, das ist manchmal ganz am Anfang stark und manchmal braucht es eine ganze Weile, dass es dann sehr stark wird, dass die
also viel weinen oder sehr wütend sind oder einfach, also weinen tun sie oft viel, mhm. ja, weil sie einfach traurig sind, das, was da so mit ihnen los ist. Ja. Aber deswegen habe ich, mit dem Buch ist mir wichtig und das vermittle ich in der Arbeit auch viel, von ja, es sind alle Frauen, können da rauskommen, es braucht halt ihr Engagement, es braucht ihr eigenes Tempo, der Weg ist sehr unterschiedlich und es ist machbar. Ja? Und ich vergleiche immer so ein bisschen, wenn man Klavier spielen lernen will oder eine Sprache, also je mehr Engagement sie reingeben, desto schneller geht es natürlich. Ja. Ja. Aber der Alltag ist auch unterschiedlich. Ja. Wenn es stressig ist im Job oder Geschwister da sind oder irgendwas manchmal. Ja, oder wenn sie studieren oder so. Also jede macht es in ihrem eigenen Rhythmus, aber es geht da rauszukommen. Du meinst immer. Also das wird. Also mit denen ich bis jetzt gearbeitet habe, war es immer. Ja, okay. Magst du vielleicht mal so schildern, so einen Prozess von einem guten Beispiel, wie das so von Anfang bis zum Erfolg gekommen ist, dass die Frauen sich da konkreter was drunter vorstellen können? Zum Beispiel hast du auch von Delatoren gesprochen, das war für mich auch ein neuer Begriff. Ja. Was ist das eigentlich? Also so eine Spanne mal aufzuzeigen? Ja, also die Delatoren, das ist immer so ein Thema, die kommen bei mir immer erst irgendwie nach einer ganzen Weile. Ja, klar. Weil die Angst machen, das sind so konisch geformte Stäbe, meist aus Silikon. Mhm. Und mit denen sollen die Frauen üben, sozusagen, dass was eindringen darf. Das heißt, das Gewebe und der Kopf auch darf sich dran gewöhnen, ja, es ist möglich, was einzuführen. Ja, und das sind meistens 5 verschiedene Größen. Die kleinste Größe ist wie so ein Finger dick. Mhm. Und wenn, aber dem voraus braucht es immer die Atemübung vom Beckenboden, dass die merken, okay, sie können anspannen und loslassen, dass das möglich ist. Ja, und wenn okay. sie erst dann, wenn sie ein Gefühl dafür haben, dann führe ich sie so hin und sind sie neugierig, können sich das vorstellen, wollen sie sich, also ich habe auch einen da, dann können sie den mal in die Hand nehmen und meistens sind sie ganz mutig und bestellen die Dinger und wie lange die dann aber im Nachttisch liegen, ist auch unterschiedlich. Ja, okay. Ja, klar. Ja? Ja, ja. Genau, und dann liegt es schon dran, also dann haben sie auch wieder konkret was zu tun. Ja. Ja, manchmal geht es ganz gut vorwärts, also gerade Frauen, die schon mal Sexualität haben, bei denen geht es relativ zügiger, ja, also, weil die wissen ja, rein anatomisch dass da was rein kann. Ja, manchmal ist das Gewebe, reagiert halt manchmal mit Schmerz oder Brennen oder so, aber das ist möglich. Und die können, haben dann schon so ein Bewusstsein, das ein bisschen anders zu betrachten. Praktisch. Genau, genau. Mhm. Und da hat jede ihren eigenen Weg. Von dem her ist so eine Geschichte schildern von einer rauspicken, macht nicht so Sinn, weil es ist einfach super unterschiedlich. Ja, ja, ja. Ja. Genau. Ja, ich finde das immer wieder so spannend, diese Sache, dass ich ja mit meinem Bewusstsein Einfluss nehmen kann eigentlich auf meinen körperlichen Zustand. Genau. Und das ist wahrscheinlich so diese Schnittstelle, ja? Genau. Da einerseits hat der Körper ja was manifestiert, ein gewisses Verhalten, genau. Also diese Anspannung. Ja. Und da eben mit diesen Schritt zu schaffen, mit meinen Gedanken, mit meinem Bewusstsein, mit meiner positiveren Einstellung, oder wie auch immer man das dann nennen mag, da hinzukommen. Genau. Also, das stelle ich mir, also je nachdem, wie lang diese Anspannungsphase im Leben war. Genau, genau, das ist ja auch unterschiedlich. Dauert es wahrscheinlich doch relativ, also kann ich mir vorstellen, das geht nicht so schnell. Ja. Also manche kommen oder kümmern sich darum, wenn es erst ein halbes Jahr ist, dass sie das merken. Mhm. Ja, aber die Frauen, die das in der Pubertät schon gemerkt haben oder so, die haben manchmal 3, 4, 5 Jahre, bevor sie überhaupt wissen, oh, ich habe ja Vaginismus. Ja. Ja? Ja, bist du, und dann sind sie oft total erleichtert, oh, jetzt weiß ich, was ich habe. Und dann sehen sie im Internet, oh, da gibt es ja Foren und Plattformen und alles. Mhm. Ah, da gibt es ja ganz viele. Und dann sind sie schon mal meistens erleichtert. Ja? Ja. Und es braucht aber konkret den Sensibilisierungsprozess, also konkret über den Körper, dass der Körper versteht, weil das ist ja eine unbewusste Reaktion. Genau. Und dass der Körper merkt, von es passiert ja gar nichts. Ja? Ja. Und der Weg braucht halt ein bisschen. Und aber wenn sie probieren, das zu machen und denken, scheiße, das wird eh nicht klappen, dann macht der Körper, geht natürlich dann auch wieder Entspannung. Ja, ja, die und Haltung dazu. Und das, genau, die emotionale Haltung, was denkt der Kopf, wenn sie denken, ja, das kriege ich hin und jetzt tue ich mal entspannen und tue mal atmen und probiere das aus und das wird schon und so, dann geht es meistens ein bisschen schneller. Ja? Ja, ja. Aber mir ist wichtig, einfach zu vermitteln, sie nehmen ihren Weg und ihr Tempo und es ist völlig in Ordnung, sich Zeit zu lassen. Mhm.
Es gibt so Programme im Internet, die sagen, ach, das machen sie jetzt 2 Monate und dann ist rum und dann klappt es und so. Ja. Dann denke ich, das macht so Druck, dann wird es nicht, das wird nicht, also ich weiß nicht, ob das geht. Ja. Nee, natürlich. Also ich hatte schon Frauen, die schon 2 Jahre die Stäbe da irgendwo rumliegen hatten und so frustriert waren und gedacht haben, ich weiß eh nicht, wie das geht, ich kriege das nicht hin. Ja. Ja klar, je nachdem wie tief diese seelische Verletzung auch war, genau, sitzt es einfach auch so tief da. Genau. Und wenn Sie merken, Sie machen die ersten Schritte, dann sind Sie ja dermaßen happy. Ja? Also und wenn motiviert Sie das erstes auch, Mal hingekriegt haben, Tampo einzuführen, dann sind die, sitzen die da, strahlen über das ganze Gesicht und sagen, juhu, stellen Sie sich vor, ich habe es hingekriegt. So. Ja? Und es ermuntert natürlich, ja, der erste Schritt ist gemacht, uns werden nächste Schritte kommen. So. Spannend. Ja. Ja, wenn man die Problematik nicht kennt, dann ist es fast nicht nachvollziehbar. Ja, aber genau. Ja, und diese Atemübung, die du anwendest, sind das spezielle Atemtechniken, die du gelernt hast, schon als Körperpsychotherapeutin angewandt hast? Ist das so tiefen, also was gibt es für Möglichkeiten der Atmung? Also es ist ja so, dass ja alles angespannt ist. Ja. Ja. Also so, die sind ja insgesamt einfach eine Spannung. Ja, und zu merken über Atmung und Loslassen und Ausatmen, also das Zwerchfell und auch den Bauch loslassen und ein Bewusstsein kriegen für den Körper. Und es gibt Atemübungen, wo es um Entspannung geht, aber es geht auch Atemübungen, wo es um Aktivität geht. Okay. Ja. Uh-huh. Also Anregen eher so. Wo anregend sind. Und also ich mache Übungen, die teilweise aus dem Yoga sind, wo es auch darum geht, einen Beckenboden zu entspannen oder zu dehnen oder auch zu kräftigen. Ah, ja. Okay. Und es geht dann immer darum, in den Körperübungen reinzuatmen und zu entspannen auch. In die Region, die angespannt oder unterspannt ist. Genau, es geht auch Innenseite Oberschenkel, Rückseite Oberschenkel, der Bauch. Im Endeffekt sitzen die ja oft so da, also von insgesamt loslassen. Ja, genau, das ist ja aber auch der schwierige Schritt. Gell? Ja, genau. Ja, ich versuche das eben nachzuempfinden. Genau, und das ist wie so das Emotionale und das Körperliche, das geht wie so Hand in Hand. Mhm. Ja, so. Ja, genau. Und eben aber auch der Kopf, ne? Die Gedanken, die da immer dazwischen sind. Also Emotionalität ist das eine, der Körper das andere und die Gedanken, Kopfkino und so, das ist auch, das füttert es ja auch wiederum positiv oder negativ, je nachdem. Genau. Und ich habe jetzt, also ich hatte ja 4 ehemalige Klientinnen angeschrieben, ob sie bereit sind, was für das Buch zu schreiben. Ach, und alle, also 3 haben sofort ja gesagt, die 4. war ein bisschen zögerlicher. Ja. Weil sie gesagt hat, es ist lang her, ich weiß nicht, ob ich mich damit beschäftigen will, aber da durfte ich dann das schreiben. Ah, ja. Dann habe ich meine Aufschriebe genommen und sie hat es dann sich durchgeguckt. So. Und dann habe ich ich habe gerade 3 Klientinnen mit dem Thema und dann habe ich den, wo die Berichte fertig waren, habe ich, also die sind natürlich anonymisiert, das ist ja klar. Ja, und die sind noch jetzt bei dir? 4 aktuell. Genau, mit den Frauen, die jetzt aktuell da sind, habe ich, also 2 davon, oder allen 3, habe ich dann Berichte von den ehemaligen Klientinnen geschickt, wo das vom Thema so ungefähr passt. Und die sind so erleichtert, das ist so süß. Ja? Ja, ja. Als sie gesagt hat, also die eine hat zu ihrer Frau gesagt, guck mal, wenn die das hingekriegt haben, dann kriege ich das auch hin. Ja, dann sind sie voll weiter motiviert. Ja, das meinte ich eben. Es ist schön, mal so eine Geschichte zu hören, um auch zu gucken, wie kann ich mich da einordnen. Ja, genau. Ja, und deswegen, ich habe mich so gefreut, wo die ehemalige Klientin gesagt hat, ja, den anderen Frauen, vielleicht hilft es denen. Natürlich, ich schreibe was. Ach, und super. So. Und die haben sehr offen wirklich geschrieben und sehr detailliert. Und also ich habe es jetzt ja nochmal durchgelesen, bei der Endkorrektur, habe ich gedacht, so schön, wie die geschrieben haben. Ja. Und allein die Erfolgsgeschichten werden vielen Frauen helfen, bin ich mir sicher. Ja, ich denke auch, das ist das Motivierendste und eben auch zu spüren, ich bin nicht allein mit dieser Thematik, auch wenn eigentlich in der Gesellschaft nicht drüber gesprochen wird. Ich meine, die Dunkelziffer weiß man jetzt auch nicht, ne, wie viele. Also es wird so von 3 bis 9 oder 10% ausgegangen von den betroffenen Frauen. Bis 10%, Aber man hat im Grunde keine Ahnung, weil die Dunkelziffer sehr hoch ist. Ja, ich denke, viele junge Frauen, sind gar nicht konfrontiert mit diesen Thematiken und drängen das eher weg, kann ich mir vorstellen. Genau. Mhm. Also es gibt auch noch so andere Formen, wo Eindringen schon möglich ist, aber wo es den Frauen sehr wehtut, wo es dann sehr brennt. Die sind auch im Buch ein bisschen beschrieben, Dyspareunie und Vulvodynie, also wo das Vulvodynie ist unten an der Vulva, wo es dann brennt und zieht und wehtut und so.
Das ist auch ein bisschen beschrieben und der Weg raus ist aber im Grunde der gleiche. Ja? Deswegen ist so Vaginismus ist im Sprachgebrauch so die Überschrift. Mhm. Und was die anderen Wörter sind eh so schwierig, das kann ja, sich eh keiner merken. Dyspareunie. Dyspareunie, okay. Genau. Mhm. Und Vulvogenie ist Vulvo, Vulva. Mhm. Ja. Genau. Das hat aber auch, zählt auch unter diesen seelischen Konflikten oder Traumen. Also nicht, nichts Körperliches jetzt. Ja, also die Frauenärzte sehen manchmal, dass das schon ein bisschen gereizt ist, ja. Aber manchmal sieht man wohl von Schlag. Also gut, ich sehe das ja nicht. Die Frauenärzte sagen, man sieht es oft nicht, dass es gereizt ist. Okay. Ja. Mhm. Und manchmal ist halt die also dass es schmerzhaft ist, während dem Eindringen und dann löst sich das aber während dem Geschlechtsverkehr. Ja, okay. Und manche ist Sex unvorstellbar, weil das so weh tut, die auch weinen und sagen sofort auf, es geht gar nicht oder so. Ja, okay. Und bei der Vulvodynie kann auch sein, dass das auch, also dass es immer weh tut und Druck macht und piekst und einfach schmerzhaft ist. Mhm. Hatte ich jetzt gerade auch eine Frau, die eigentlich Sexualität mag und die auch den Weg über Blasenentzündungen, das dann auf einmal so in der Spannung war, dass genau. Okay, ja gut. Und wenn man dann sagt, jedes Krankheitsbild hat auch mit der Psyche zu tun, ist auch eine Blasenentzündung letztendlich nicht nur rein körperlich, ist ein rein körperliches Phänomen. Genau, also der Weg geht manchmal übers Körperliche und macht dann halt seelisch viel Kummer. Ja, ja, ja oder so, genau. Genau. Ja. Spannend. Ja, dann hatten wir noch im Vorgespräch, da ist ein Begriff gefallen, der war mir jetzt noch so hängen geblieben, Selbstermächtigung. Ja, genau. Der Weg zur Heilung. Ja. Wie findet das statt? Also das ist ja nochmal so eine Ebene, Selbstbewusstsein, Selbstermächtigung, Autonomie. Wie stehe ich da als Frau im Leben? Ja, also im Grund ist ja dieses, wenn Sie konkret Gefühl haben, Sie können was machen, ja, dann kommen die schon in ihre Kraft. Ja, weil vorher fühlen sie sich so ausgeliefert und so ohnmächtig. Auch sonst im Leben, ist das übertragbar? Ja, oft schon. Okay. Also das Thema bleibt nicht nur dort in dieser einen Ecke, Sexualität, sondern das überträgt sich praktisch aufs ganze Leben. Ja, oft ist das Selbstbewusstsein ein bisschen erschüttert, aber es gibt auch welche, wo man das Gefühl hat, oh, die sind selbstbewusst, die stehen im Leben und wo es sich auf die Ecke begrenzt. So. Gibt's auch. Mhm. Das gibt es auch, aber Selbstermächtigung ist für mich so das Wort von, ja, jetzt können Sie was machen, Sie merken, Sie machen Fortschritte, es geht voran, Sie können konkret was machen und es stärkt natürlich das Selbstbewusstsein. Ja. Ja. Und dann trauen Sie sich vielleicht auch mit einer Freundin zu reden und merken, oh, die kennt dann auch wieder sogar noch jemand, der das auch hat oder so. Ja. So. Also das würde ja auch heißen, das geht dann praktisch, die Heilung des Vaginismus geht dann darüber hinaus ja so sozusagen auch und überträgt sich ja auf das Gesamtbefinden, auf das gesamte Leben, dass man auch nicht mehr diese Spaltung hat. Ne? Also darüber darf ich nicht reden, da gibt es so eine Tabu-Ecke in meinem Leben. Ja, genau. Sondern das wieder so ganzheitlich zu werden und nicht irgendeine Maske aufsetzen zu müssen oder und eben auch in die Kraft zu kommen. Ich meine, natürliche Sexualität zu leben gibt ja auch Kraft und Energie und das gehört ja dann als Ganzes dazu. Ja. Ja. Toll, dass du dieses Buch schreibst oder geschrieben hast. Du bist ja fertig jetzt, gell? Du fast fertig, bist genau. Wann fertig geworden? Ja, diese Woche war die Abgabe diese am Woche. Verlag. Wahnsinn. Genau. Mhm. Aber rauskommen tut es im September. Okay. Genau. Da kann man es dann bestellen auch. Genau. Beim Innenwelt Verlag. Mhm. Oder in jeder Buchhandlung natürlich, aber das wird nicht so viel über Buchhandlung laufen, weil es eben so ein Tabu ist. Ja, aber man kann ja im Internet bestellen, dafür ist Internet gut. Ja, ja, ich meine, hoffentlich wird es immer mehr, dass die Buchläden das auch vorrätig haben. Und ja, nicht mal nur gucken, wie es sich entwickelt. Naja, ich meine, solche Themen, alle möglichen Themen in dem Bereich, seelischen Bereichen ja auch, oder so Tabu-Themen werden ja gerade immer mehr bewegt. Das wird ja normaler, sozusagen. Ja, genau. Mhm. Und mir war mit dem Buch auch wichtig, weil nicht jede Frau mit dem Thema kann ja sich eine Sexualtherapie leisten oder traut sich nicht oder hat niemand in der Nähe. Ja. Und mit dem Buch können sie halt auch selber was konkret machen. Ja. Ja, und das bleibt so bei Ihnen. Das können Sie in die Schublade tun, das sieht keiner. Ja, genau. Wenn man es im Internet bestellt, kriegt es auch noch nicht mal der Buchhändler mit. Genau. Ja, das ist schon gut.
Ja, genau. Also mir geht es schon darum, das aus dem Tabu zu holen, aber wirklich Selbstermächtigung heißt auch, sie können konkret was machen. Ja, weil nicht jede Frau kann zu einer Sexualtherapeutin gehen. Ja? Ja, natürlich. Ja, ja, klar. Und wenn das dann auch noch was kostet, manche können das sich finanziell nicht leisten. Finanziell. Genau. Und das ist vielleicht ja auch so ein erster Schritt, so ein Buch. Und wenn man dann eben diese Geschichten noch da drin liest, wirklich auch zu sagen, okay, ich bin nicht allein. Ich kann doch mit meiner Freundin darüber reden. Genau. Ja? Oder ihr mal das Buch so auf dem Tisch liegen lassen und sie sieht das dann. Wie und dann kommt man immer, ins Gespräch. Wie auch immer, es wird sich zeigen. Ja, ja. Genau. Und dafür ist es ja wunderbar. Genau. Mhm. Also ich glaube schon, auch die auch in Therapie sind, die können da auch noch genügend Ideen raussammeln. Ja, ja. Auch gut, ja, klar. Also ich werde sehen, wie es sich entwickelt und welche Rückmeldungen dann kommen. Ja. Bist du auch so mit Kollegen, die auch in dem Bereich arbeiten, so im Austausch? Oder gibt es da schon welche, die auch so sich mit der Thematik befassen? Ja, also ich habe Kolleginnen, die auch Sexualtherapeutin sind und die haben jetzt ja eh mitgekriegt, dass ich das Buch geschrieben habe so. Ja. Und ja, klar sind wir im Austausch. Ja. Also ich habe ja auch so Intervisionen und klar redet man über die Themen. Ja. Super, so dass es noch mehr auch verbreitet wird und die ja dann auch dein Buch empfehlen können sozusagen. Ja, genau. Dann genau, kommt das darf dann Füße kriegen sozusagen. Ja, okay. Genau. Ja, wunderbar, dann hoffe ich, dass dein Buch ein Bestseller wird. Wir werden sehen. Ja, und bedanke mich herzlich. Ja, vielen Dank.